Hey Leute, ich bin's Roblox Conny und heute spiele ich mal wieder zusammen mit Roblox Felix Blade Quest. Diesmal versuchen wir uns am Hardcore-Modus und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Video. Okay, unser Ziel ist es, jetzt einfach diese Waffe zu ziehen, wenn wir gewonnen haben. Friends only und wir spielen Hardcore. Okay. Komm rein. Jo. Jetzt dürfen wir nicht sterben, Fuchs. Ja, wir schaffen das. Das ist jetzt der Hardcore-Modus. Ich sehe da dann kein Problem. Vor allem, wenn man sie nicht treffen lässt, so wie du. Ein paar Hits kann man schon einstecken, ja. Ich bin High Level. Wir werden sowieso High leveln, ja. Ich werde nicht unbedingt leveln. Ich bin bei 550 XP von 880. Ja. Also ich bin bei 596 von 881, ja. Ja. Okay. Wir kriegen jetzt auf die Schnauze! Easy. Ah, ich muss mein Rennen aufladen. Geh nicht so in den Kampf rein, Fuchs. Wenn du stirbst, dann stirbst du auch im echten Leben. Dann stirb ich im echten Leben. Ich komm nie wieder zurück. Ja, wir kriegen wieder auf die Schnauze. Und wir haben beide auf die Schnauze bekommen. Haben wir? Ja. Oh. So, jetzt nein, aber auf die Schnauze. Mein Sprinten war weg. Ja, es sieht nicht schlecht aus von unserem Leben her. Von deinem Leben her sieht es ziemlich schlecht aus. Du musst mal ein bisschen mehr ausweichen. Ich level. Wenn du gerade nicht im Q-Modus bist, dann lauf weg. Ja. Aber ich bin im Q-Modus. Viel zu früh. Warum habe ich das gemacht? Easy. Oh fuck. Das war nicht Q, das war E. Hilfe. Das war verschwendet, ja. Nein. Das hätte man hier nutzen können. Ja, braucht man aber nicht. Doch, diese Sprouts, die sind echt nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Die sind fast besser wie die Blumen, würde ich sagen. Würdest du sagen? Besser, aber auch keine Ahnung. Aber von deinem Leben her sieht's auch nicht gut aus, Anton. Ja, ich habe mich gerade ziemlich oft treffen lassen, weil ich mich auf deine Taktik eingelassen habe. Ja, meine Taktik funktioniert halt nur bei mir. Also von meinem Leben sieht's 1A aus, ja. Oh Mann. Was willst du? Ich sollte auch mal leveln gleich. Na, mach doch einfach. Ist doch easy. Du levelst einfach ab und fertig ist. Ja, einfach machen. Ja, mach. Jetzt kommen die Blumen. Easy. Gleich noch ein Gegner, glaube ich, dann bin ich auch. Du bist ein Opfer, weil du dich treffen lässt. Was für ein Item hast du eigentlich davor gemeint? Welches Item? Das du ziehen willst am Ende der Runde. Das Beste, das man ziehen kann. Das Legendary Item mit 0,1% Drop Chance. Ja, easy. Wir haben jetzt insgesamt dann 6 Mal gespielt, wenn man uns beide zählt. Einer wird schon bekommen. Ja. Die Chance ist groß. Angeberbiene. Angeberbiene. Du kannst ja auch nichts außer deine Stacheln hochschießen. Aua. Du bist low, Anton. Ja, aber da kann man am besten nicht sterben. Gegen den Boss kann man ja wohl nicht verkacken. Und das legendäre Item gezogen. Oder auch nicht. Aber na genug dran. Ich hab was. Epikes, was grünes, was lila ist, also was lila ist, was grün ist, falls du verstehst, wie ich meine. Ich weiß, was du meinst und das ist krass, weil ich habe 2 ganz normale graue. Tja, ich werde jetzt dieses Ding equippen. Wo bist du? Ich will das sehen. Hier ich bin hier. Oh, ich habe immer noch meinen gelben Staub. Tja. Wie viel Schaden macht das? Das macht 32 Schaden. Das ist 10 mehr als meins. Ja, und es macht diesen. Oh mein Gott, ich will auch mal diesen machen. Hier hat jemand eine Banane. Banane! Oh mein Gott! Banane. Roblox Victor! Lasst ein Abo bei Roblox Victor da! Okay Leute, damit habt ihr gesehen, was die besten Waffen in diesem Spiel sind. Falls wir irgendwas in diesem Spiel verpasst haben sollten, wovon ich nicht ausgehe, weil wir haben praktisch das Spiel durchgespielt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und das war's und ciao!